Top Story. Rytjanski, erstes Testspiel, erster Sieg. Müssen wir uns nicht durchlesen, Juventus verhandelt mit FC Bayern über Neuerwechsel. Müssen wir uns auch nicht durchlesen. Wir gucken jetzt einfach mal in die Transfers, ob jetzt vielleicht ein paar andere Spieler auf dem Market sind. Auf dem Transfermarkt. Ups. Nein. Schade. Wir machen mal weiter. Und ich glaube, das nächste Testspiel simulieren wir einfach, damit wir auch in dieser Folge mit der Bundesliga durchstarten können. FC Bayern verhandelt mit Atletico Madrid über Falcao-Wechsel als Gomez-Ersatz. Ja, solche Spiele, davon können wir leider nur träumen. Gut, ich hätte natürlich jetzt auch mit dem FC Bayern spielen können oder Real Madrid oder Barcelona. Habe ich allerdings nicht gemacht, weil, ja, ich möchte mir das Geld auch erarbeiten, ne? So, überspringen. Newcastle gewinnt, das ist ja echt geil. Klappt ja super. Ach, mach doch weiter, mach weiter, 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 weiter. Voll aggressiv. Olympique Lyon hofft, Fernando Torres bald zu verpflichten. Na, da können sie wahrscheinlich lange warten. Spieler ist auskuriert. Der wird aber erstmal noch nicht spielen. Mr. Van der Vaart. So, mach schneller, 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 schneller. So, nächste Partie. Oder wir gehen jetzt mal ins Teammanagement und verändern erstmal die Aufstellung von unserem Team. Jansen hat gut gespielt, da wechseln wir aber mal die Position mit Son. Und Ilicevic kommt raus und dafür kommt Van der Vaart rein, der wird im nächsten Spiel noch nicht spielen. Aber das kann man ja alles verändern. Komm hier. Nee, machen wir mal lieber den Außenverteidiger. Warum hängt denn das immer so komisch? Ist ja ein bisschen uncool, ne? Hier. Ein Torwart braucht man auch nicht. Hört sich klingt komisch, ist aber so. Mann, springt denn das so? Das ist doch total kacke. Nein! Ich spiele das Ganze übrigens auf der PlayStation 3, falls ihr euch wundert. Das ist hier so ein bisschen stock, das ist so ein bisschen kacke. Ein Stürmer könnten wir übrigens noch gebrauchen. Wir haben nur zwei Stürmer. Allerdings mit 5 Millionen Euro Etat lässt sich da nicht das ganz große an den ziehen. Schade. Aber wir können ja trotzdem einmal kurz gucken. Position. Angriff. Primäres Attribut. Ganz, ganz, ganz wichtig. Abschluss. So, der Abschluss sollte schon mal so auf 80 sein. Und dann suchen wir einfach mal. Ach, ich hätte... Obwohl, kann er auch irgendein alter Typ sein. Alter Stürmer. Das macht ja im Grunde genommen nichts aus. Sollte jetzt nicht gleich 35 sein. Ach, ich glaube, wir verpflichten mal Messi. Quatsch. Ich sortiere noch mal eben kurz nach Marktwert. So, wir gehen mal hier auf 5 Millionen. Nein, so. Perfekt. Dass das mal so lange dauert. Ich kann mir vorstellen, dass das am PC alles viel schneller geht. Aber wie gesagt, das hier ist die PS3 und ist nicht mehr das schnellste Ding, ne? Ja, so einen 36-jährigen alten Typen möchte ich natürlich nicht verpflichten. Francesco Totti. Natürlich auch nicht. Und wir hier irgendeinen, der etwas jünger ist. So einen 29-jährigen. Garcia, Sergio Garcia. Joach.
Warum? Ja. So, das ist jetzt ein bisschen neu. Anfrage zu Sergio Garcia. Gut. Damit kenne ich mich jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht so gut aus. Aber ich denke mal, wir geben erstmal die Ablösesumme von 3,7 Millionen Euro ab. Aha. Gut. Noch einen zweiten, weil der erste klappt sowieso nie. So, Anfrage. Wie? Wir können den nur von unserer Wunschliste streichen. Aha. Was macht der 28-Jährige? Kontaktieren für Kauf. Angebot absenden. Ich hoffe übrigens, dass es, dass ich die Musik drin lassen kann. Und dass es da nicht ein allzu großes Problem irgendwie mit der GEMA oder so geben wird. Kennt man ja, das Übliche. Da muss ich da irgendwie eigene Musik mit reinschneiden. Ist natürlich auch wieder viel Arbeit für mich. Das ist auch wieder ein Testspiel, ne? Dann simulieren wir das Testspiel mal eben, allerdings ohne Van der Vaart. So leid es mir tut, den wechseln wir mal eben noch kurz aus. Speichern, speichern, speichern. Wahrscheinlich wird diese Folge wieder über Länge haben. Weil ich versuche, ein Spiel in eine Folge reinzubringen. Ich hoffe, dass das so klappt. Vom Schneiden her. Müssen mal gucken. Auf jeden Fall sind wir hier gerade in Folge 2. So, überspringen wir mal. Ah, wir haben gewonnen. Son und Jiracek. Von der Fahrt wurde es zum Glück nicht eingewechselt. Da bin ich ganz verbunden. Dem HSV gegenüber. Gut. Ihre Anfrage. Von 5 Millionen Euro. Ja, und jetzt? Herr Heumtorsch. Bezüglich Ihrer Anfrage zu Sergio Garcia möchten wir Ihnen mitteilen, dass sich unsere Preisvorstellungen im Bereich von 5 Millionen Euro bewegen. Ja. Dann, warum kann ich nicht auf 5 Millionen erhöhen? Bruma beeindruckt. Und sein Trainer hat die Qual der Wahl. Ach, Bruma beeindruckt. Van der Vaart, ist er bereit? Das wird sich zeigen. Transferverhandlung. Verhandlung läuft. Und bei 5 Millionen Euro liegt, das ist ja gerade das, was wir stemmen können. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt extrem schlau ist, was ich jetzt hier mache, aber ich denke mal, über die Saison verteilt. Hugo Almeida. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wer das ist, aber es ist Hugo Almeida. Den könnten wir natürlich auch wieder zurückholen in die Bundesliga. Der hat ja früher bei Werder Bremen gespielt. Wer nicht so ganz affin ist oder das nicht mehr weiß. Achso. Der ist ausgeliehen, deswegen können wir mit dem nicht fahren. Ne? Olympique Lyon hofft, Higuain verpflichten zu können. Da kommt er auch aus Frankreich, ne? Frankreich. So, wir haben gerade die Info erhalten, dass beide Angebote inakzeptabel sind und wir hätten das, ja, 5,5 Millionen können wir eigentlich nicht stemmen. Ich versuch's trotzdem mal. Gut, geht nicht. Viel wollen die? 6 Millionen. Geht auch nicht. Dann verpflichten wir halt eben erstmal noch keinen neuen Spieler. Ist ja auch kein Beinbruch. Obwohl, wir könnten vielleicht, das machen wir dann aber in der nächsten Folge, damit sich das nicht zu sehr zieht, irgendein Typen, boah, am 23. auf dem 15.
könnten irgendeinen Stürmer ausleihen. Vielleicht hat der FC Chelsea oder Manchester United noch irgendwo einen Stürmer übrig. Oder Barcelona, kann ich mir auch gut vorstellen. Den wir dann ausleihen können. Schock! Transferanfrage von Flum. Grün bleibt bei Vereinen. Okay. Wir könnten eben noch mal kurz gucken. Wir setzen mal alles zurück. Und dann gucken wir mal, wer jetzt den Transferstatus erfüllt, auf der Liste zu stehen. Und mal gucken, wen wir verpflichten könnten. Da vielleicht jetzt einer bei ist? Nein. Also, alles wie immer. Schlagzeile. FC Bayern jagt Rooney. Oh. Aus Versehen irgendwas weggedrückt. So. Ist ja interessant. Vielleicht spielt der Rooney demnächst in der Bundesliga. So. Wir gehen jetzt natürlich direkt zum Pressetermin. Der müsste jetzt eigentlich laden. Hoffe ich doch mal. Hallo? Hallo? Ich hab... Hallo? Ich hoffe mal... Gut. So, verunsichern. Wir haben ja so einen großen Verein. Ach, hätte ich jetzt vielleicht mal kurz vorlesen können, aber egal. Wir fangen jetzt mit unserem ersten Spiel an. In der Bundesliga-Saison. Yeah. So, wir gucken nochmal, ob Raphael van der Vaart wirklich grünes Licht hat oder ob er nur labert. Nein, er labert nicht. So. Wartet mal. Aber ich denke mal, sollten eigentlich alle Spieler topfit sein? Ja. Gut. Ich habe jetzt schon ebenso viel geschnitten. Denke ich mal, also jetzt, nicht jetzt, sondern gleich, wenn ich schneide. Also für euch eben. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr schneiden, weil das... Oh, so viel Zeit habe ich ja bereits schon in der letzten Folge erwähnt, dass das Schneiden mal so viel Zeit beansprucht. So, wir werden das Ganze aber auch nicht länger machen als muss, und das wäre jetzt. So, das drücke ich mal weg. Kennen wir ja schon, haben wir uns alles schon angeguckt. Und jetzt geht es zu unserem ersten Bundesligaspiel, und zwar gegen Nürnberg, gegen den ersten FC Nürnberg. So, mal kurz gucken, wie spät haben wir eigentlich gerade. 17:20 schon, unglaublich. So, Anstoß. Raphael van der Vaart war da gerade schon am Ball. Wir gehen direkt mal in die Offensive rein. Patrick Jiracek, ich glaube, er heißt Patrick mit Vornamen. Wenn nicht, dann schlagt mich ruhig. Oder auch nicht. Mann, das Passverhalten, das regt mich jetzt schon wieder auf. Warum passen die so dumm? Dumm. Bei FIFA, natürlich. In echt. Zwar auch, aber nie so viel wie bei FIFA. Gott, das Abwehrverhalten. So, Bruma, Wechsel. Nächster Ball auf Raphael van der Vaart haben wir ihn, ja, aber ich möchte ihn jetzt auch nicht überbeanspruchen. Ist ja der Sias sozusagen. Jedenfalls bei uns im Verein. Der absolute Top-Spieler. So, Jammermann, Freistoß schnell ausgeführt, und das super Passsystem von FIFA hat uns natürlich mal wieder einen Strich durch die Rechnung gezogen. Ich habe mir auch übrigens, das kann ich vielleicht mal erwähnen, die Ultimate Steelbook Edition, oder wie das Ding heißt, gekauft. Beziehungsweise bestellt bei Amazon. Da habe ich einmal das Spiel bekommen und dazu die Steelbook Edition, wo das Spiel auch nochmal drin war, glaube ich. Ich habe es auf jeden Fall nicht ausgepackt, sondern schön in der Folie drin gelassen. So,
Ach, das war nix. Die Nürnberger stehen auch sehr, sehr defensiv. Muss ich mal sagen. Schwer da irgendwie durch die Abwehr durchzukommen. Nein, das war doch kein Foul. Schon wieder für ein Pussy-Schiedsrichter. Super, und wir können den Ball hier nicht abfangen. Naja, so geht's auch. So, Van der Vaart mit Pass. Und jetzt hier, Rudenhelfs. Tor! Das 1:0. Und Van der Vaart war mit bei der Vorbereitung. Und Rudenhelfs schießt das 1:0. Ja, super. Fängt das schon mal klasse an hier. Nach dieser genialen Kombination, die gucken wir uns natürlich nochmal in äußerster Vollendung an. So, das war jetzt Van der Vaart. Zack, raus. Der Spieler hier, von dem ich nicht weiß, wer es ist. Hier, pass auf Rudenhelfs und der locht ein. Oder schiebt den Ball ins Tor. Damit jetzt in der 17. Minute das 1:0 für HSV gegen Nürnberg. Aber Nürnberg wird diese Saison wahrscheinlich auch nicht unser schärfster Gegner sein. Wenn ich da mal an den FC Bayern oder an Borussia Dortmund denke. Aber gegen die müssen wir ja nicht unbedingt gewinnen. Es wäre zwar schön, aber es ist kein Muss, weil also Vereine wie Nürnberg, das ist schon ein Muss. Also wenn wir heute verlieren würden, dann wäre das zwar zu verkraften, aber nicht unbedingt extrem geil. So, jetzt sind wir wieder hier schön im Ballbesitz. Hier passe ich jetzt mal raus auf Son. Gut. Ei, schade, da kam noch der Abwehrspieler an die Flanke dran, sonst wäre es genial gewesen. Nein! Das Passsystem, warum passt es denn nicht? Perfekt auf den Mitspieler, egal. Gut, den Pass abgefangen von Dennis Aogo. So, jetzt versuche ich mal durch das Mittelfeld wieder ein bisschen nach vorne zu kommen. Hier Raphael Van der Vaart. Schöner Pass auf Son, der auch im Testspiel richtig gut gespielt hat. In unserem ersten Testspiel, die anderen beiden habe ich ja simuliert, aber das gerade war jetzt nicht so fein. Wir haben den Ball verloren, aber wir legen hier schon mal Dominanz an den Tag gegen die Bayern. Also gegen die Nürnberger, ne? Ich das muss auch falsch verstehen. So, jetzt durch die Mitte, Van der Vaart, müsste das sein. Ich kann da gerade nicht hingucken, aber ich glaube. Na, da war noch ein Abwehrspieler, auch Van der Vaart, kann keine Wunder vollbringen. So, Rudenhelfs. Kommen wir nicht durch. Eieieiei, und der Torwart hält. Wer ist eigentlich im Tor bei Nürnberg? Ich weiß es gerade gar nicht. So, Jiracek auf Van der Vaart, den wir hier wieder haben. Ja, wenn man mal bedenkt, dass der FC Bayern fast nur aus solchen Spielern mit solchen Qualitätsstufen wie Raphael Van der Vaart hat, da merkt man doch schon Differenzen. So. Da sind wir auch nicht durchgekommen wegen der Abwehrspieler, die da doch sehr eng und gestaffelt stehen. Aber Bruma holt sich hier den Ball, bauen wir ganz vorsichtig auf. Nein! Warum kommt dann so ein Ball nicht an, ey? Voll für den Arsch. So, Son auf Rudenhelfs. Jansen auf den Torwart von Nürnberg. Und der hält. Dafür gibt es jetzt Ecke. Ausgeführt von Dennis Aogo. Oh, und wer war das gerade eben? Keine Ahnung, wer da den Kopfball gemacht hat. Aber es war gut im Gegensatz zu dieser Ecke. Oh, Elfmeter. Elfmeter. Ich hab's doch gesehen. Und der Schiedsrichter genauso. Javier Pinola. Oh, Tim Klose kriegt rot. Mein Gott.
Oh ja. Zu Recht, meine Freunde, zu Recht. Das Foul gegen Heiko Westermann. Versuchst du jetzt in die rechte Ecke und der Torwart wäre fast dran gewesen. Aber Van der Vaart mit dem ersten Tor im ersten Bundesligaspiel. Allerdings nur ein Elfmeter. Gucken wir uns hier nochmal an. Es war ziemlich eng und der war auch lapidar geschossen von mir. Aber egal, Tor ist Tor. Tor ist Tor. Na, 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 na. So, Gebhardt jetzt mit der Flanke. Es gibt aber Vorteil für Nürnberg. Ja. Freistoß durch Timothy Chandler. Oh, René Adler. Da muss er hier sein ganzes Können unter Beweis stellen. Fängt den Ball aber im Endeffekt dann doch noch gut ab. So. Doppelpass auf Van der Vaart. Ja, Check aus. Son, oh. Verliert den Ball. Komme ich auch nicht mehr dran. Schade. Aber das war es jetzt mit der ersten Halbzeit. Ja. Einiges passiert. Die Wiederholung müssen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Es steht Borussia Dortmund gegen Hoffenheim 0:1. Augsburg 1:0 gegen Düsseldorf. Greuther führt Bayern München 1:1 und Freiburg Mainz 0:0. Und wir starten direkt durch mit der zweiten Halbzeit. Anstoß für Nürnberg. Chandler jetzt auf Gebhardt. Oh, der da ein bisschen enttäuscht. Und damit sogar noch durchkommt. Oh. Och nö. Ist das nicht ein bisschen klein, nicht? Also irgendwie glaube ich, der Schiedsrichter hat einen Stock in der Blumenvase, weißt du? Oder in einem anderen Bereich. Das ist ja ein bisschen übertrieben, muss ich mal sagen. Nein! Oh, oh, oh. Jetzt Rudnevs. Können wir hier einen Pass schieben? Auf Marcel Jansen. Der Ball. Der Pass. Er kommt an. Aber wir können kein Tor machen. Jetzt aber. Nein. Auch mit Jiracek oder wer es war. Kommen wir nicht mehr an den Ball ran. So, Mike Franz. Jetzt im Ballbesitz. Oh, Bruma holt sich die Kugel. Auf Raphael Van der Vaart, Marcel Jansen, jetzt Son. Der Wunderasiate verliert den Ball an Timmy Simmons. Ist das nicht sogar der älteste Bundesligaspieler aktuell? Ich weiß es nicht, möchte nichts Falsches sagen. So, schöner Pass. Sehr schöner Pass. Und es gibt erneut Elfmeter. Wieder gegen Nürnberg. Und diesmal kann ich es leider nicht verstehen. Gegen Hanno Balic. Und gelbe Karte, ich glaube, der Schiedsrichter, der hat sie nicht mehr alle. Was war das? Bitte, das war doch kein Foul. So, diesmal ein wunderschöner Elfmeter von Raphael Van der Vaart. Sein zweites Tor im ersten Spiel, beide durch einen Elfmeter. Ein bisschen kleinlich, der Schiedsrichter, muss ich sagen. Hat schon 4 Karten vergeben in diesem Spiel und 2 Elfmeter. Der erste Elfmeter war unstrittig, der zweite nicht. Also, war schon so. War schon unstrittig. Also, ich hätte keinen gegeben. Natürlich. So. Raphael Van der Vaart. Und können wir jetzt einen gescheiten Konter schieben? Van der Vaart jetzt mit dem Pressing nach vorne. Rudnevs, kommt er noch an den Ball ran? Ei, und der Torwart hält seinen Fuß dahin. Schade. Gucke ich mir noch mal kurz in der Wiederholung an, weil es so interessant war. So. Schön langsam. Oh, gute Reaktion hier vom Keeper. Oh, schade. Das war nichts. Das war überhaupt nichts. Oh, ich sollte ein bisschen besser aufpassen mit Spielern, die schon
vorbestraft sind. Marcien kommt auch nicht dran. Heiko Westermann auch nicht. Was für ein Abwehrverhalten. Mein Gott, hier Rene Adler hält aber gut, souverän gespielt von ihm. Das ganze Spiel war. Wenn es nicht sogar erst die erste Aktion war von Nürnberg. So, jetzt aber hier ein bisschen ja, verwalten möchte ich nicht sagen, aber ein bisschen Sicherheit hinter dem Ball bekommen. Ich bin ja nicht so der Dribbelkünstler, also nicht der Künstler, sondern eher der Passgeber, der Barcelona-Spieler sozusagen. So, ich würde sehr gerne wechseln. Oder erstmal gucken, ob überhaupt Spieler gewechselt werden müssen. So, Son kommt raus, dafür kommt Ivo Iličević rein. Und ja, wechseln wir mal hier Jiříšek aus, weil er ja sowieso eine rote Karte hat. Ach Mist, jetzt bin ich hier wieder drauf gekommen. Ja, komm, mach mal etwas schneller. Mach mal hin, oder? Was ist den ganzen Tag seid hier? So, Flanke, Flanke, Flanke. Oh! Nein! Ach du heilige Scheiße. Das gucken wir uns aber nochmal an. Alter, die Flanke, die war ja ein Genuss von Rincon. Direkt seine erste Aktion war eine arschgenaue Flanke. Und dann, wen haben wir hier? Marcel Janssen haut das Ding an das Lattenkreuz. Der Ball kommt zurück. Van der Vaart ein bisschen irritiert. Schießt spät los. Und ja, das war zwar Handspiel, aber allerdings konnte hier der Javier Pinola nichts dafür. Ja. Und so kommt Raphael Schäfer noch dran. Und hält die Kugel, wie Oli Kahn damals. Mein Ball. Meiner. Kein anderer kriegt den. So, Heiko Westermann holt sich den Ball. Marcien auf Marcel Janssen. Schöner Pass. Rudnevs. Schön. Schön durchgesetzt. Van der Vaart, Van der Vaart. Nein. Ach, Kacke. Ah, der hätte drin sein müssen. War auch nicht wunderschön, der Pass. War ein bisschen zu weit nach vorne. So, Rudnevs jetzt erneut mit Pass auf Van der Vaart. Und der verliert den Ball im Abwehrgetümmel. Da holen wir uns den Ball gleich wieder mit Bruma auf Ivo Iličević. Jetzt kommen hier aber die wunderbaren Pässe angeflogen, aber die Abwehr. Die Spieler, die kriegen da irgendwie noch ihren Arsch dazwischen geschoben. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Dennis Aogo jetzt mit Stockfeder. Jetzt aber geht's direkt wieder nach vorne. Bruma steht nicht an der Position, an der er stehen soll. Drauf geschissen, aber der Ball ist wieder weg. So. Esswein. Alexander Esswein. Nutzen gerade die Unaufmerksamkeit in der Abwehr aus. Oh, der Spieler hat mich da noch ins ausgedrängt. Naja, steck mir weg. Ich würde gerne hier Gippert wollte ich da decken. Oder wer war das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jetzt der Gegenstoß mit Ivo Iličević auf Rudnevs. Verliert den Ball, egal. Nach vorne mit der Kugel. Aber der Pass kommt nicht an. Schade. Javier Pinola auf Mike Franz. Und Bruma holt sich den Ball zurück. Guter Einsatz vom Außenverteidiger. So, jetzt. Oh, Janssen setzt sich durch. Ecke müsste es eigentlich geben. Ecke. Kaun kommt rein. Was? Keine Ecke? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Der Schiedsrichter hat ja wohl einen Arsch offen. Darf man das überhaupt sagen? Muss er hier noch FSK 16 bleiben? Wohl bei FIFA eigentlich noch darunter. So, Dennis Aogo. Nein! Kackt das Schiedsrichter. Ist hier schnell mit Ilicevic nach vorne. Rincon kommt nicht ganz dran. Und Aogo hechelt da so ein bisschen Gebhardt hinterher. Kriegt aber noch den Ball. Verstolpert dann aber doch ins Aus. Schade. Und es geht direkt weiter hier. Jetzt bin ich hochmotiviert und kann man nicht irgendwie da den bekloppten Schiedsrichter hindern, so scheiße zu sein. So, Jansen. Pass auf Bruma. Der Ball geht raus auf Rudnevs. Und Bruma, überall zu finden heute auf dem Spielfeld, macht ein gutes Spiel. Aber der Pass kommt nicht an, weil Rudnevs nicht die gleiche Idee hat und nicht mitläuft. So, Mike Franz, Javi Pinola, aber jetzt gibt es Freistoß, weil der Schiedsrichter mal wieder irgendwelche Sachen gesehen hat, die überhaupt gar nicht da waren. Kann überhaupt nicht sein. Ich würde doch niemals faulen. Oh, brenzlige Situation. Aber wir kriegen den Ball noch. So, Ivo Ilicevic, Rafael van der Vaart und das Spiel ist aus. 3:0 gewinnen wir mit dem Hamburger SV. Durch zwei Strafelfmeter. Beide ausgeführt von Rafael van der Vaart. Beide verwandelt. Und Tim Klose auf der anderen Seite musste wegen einer roten Karte ausgewechselt werden. So, hier gucken wir uns nochmal das schöne Tor von Rudnevs an. Das einzige Tor, was eigentlich aus dem Spiel rausgespielt wurde. Und Rafael van der Vaart ist gleich der beste Spieler auf dem Platz mit einer Bewertung von 9,8. Unglaublich, von maximal 10. Ist das eigentlich ganz gut? Ganz gut heißt eigentlich wahrscheinlich der beste Spieler an diesem Spieltag. Wir machen mal direkt weiter. Oh je. Yeah. Borussia Dortmund, Gladbach hat 0:2 gegen Hoffenheim verloren. In der Realität hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen, aber egal, das ist nicht unser Thema. Augsburg gewinnt mit 2:1 gegen Düsseldorf. Greuther führt, ja, spielt 1:1 gegen den FC Bayern, ein bisschen unrealistisch. Und Freiburg gewinnt 1:0 gegen Mainz 05.